Hallo und herzlich willkommen auf dem PLW History Kanal. Heute stellen wir euch den preußischen Soldaten im Ersten Weltkrieg aus dem Jahre 1917 an der Westfront vor. Mit dem endgültigen Scheitern der Offensive bei Verdun zog sich die gesamte Heeresgruppe Kronprinz Ruprecht im Unternehmen Alberich in die tief gestaffelte Siegfriedstellung zurück, die die Alliierten vor große Schwierigkeiten stellen sollte. Dies markierte den Übergang zu einer generellen Defensive des deutschen Heeres an der Westfront. Der Kriegseintritt der USA am 6. April 1917 begann jedoch die Waage deutlich zu Ungunsten der Mittelmächte zu verschieben. Doch die sich abzeichnende Revolution im russischen Zarenreich bestärkte die oberste Heeresleitung, den Kampf fortzusetzen. Es gelang der deutschen Armee, die französische Offensive bei Ain, die britische Offensive bei Arras, bei Cambrai und die britisch-französische Offensive in Flandern abzuwehren. Der Panzerangriff bei Cambrai und der ausufernde Luftkrieg markierten hier bereits die Vorboten eines neuen Zeitalters der Kriegsführung. Wir fangen oben an mit dem Helm. Das ist der charakteristische M16 Stahlhelm. Aufgrund der Lederknappheit war es dann so, dass das Innenfutter des Helms nicht mehr aus Leder gefertigt wurde, sondern aus geprägtem Stahlblech. Das hatte keinerlei Auswirkungen auf die Funktion des Helms. Es war einfach nur leichter herzustellen aufgrund der Lederknappheit. Des Weiteren trägt der Soldat hier die M15 Einheitsbluse, steingraue Tuchhosen. Und immer verbreiteter und immer typischer und immer wieder öfter gesehen zu dieser Zeit sind natürlich Wickelgarnmaschen mit Schnürschuhen. Es wurden natürlich auch weiter noch die Lederstiefel getragen, aber von vielen Soldaten wurden die Wickelgarnmaschen mit den Schnürschuhen natürlich bevorzugt. Diese Gamaschen wurden anfänglich noch von der Heeresleitung ausgegeben, von den Kammern ausgegeben. Da es aber von ärztlicher Seite her Bedenken gab, dass diese Wickelgarnmasche beim Trocknen Schäden am Fuß durch Blutstau verursacht, wurde später davon abgeraten, diese Wickelgarnmasche zu tragen. Die Soldaten hatten dann aber natürlich diverse Möglichkeiten. Sie waren natürlich, wenn das Geld dafür da war, dazu in der Lage, ihren Familien zu schreiben, konnten sich dann zum Beispiel die Mars- oder die Hindenburg-Gamasche privat kaufen und sie an die Front schicken lassen. Oder sie haben halt wirklich von ihren Mänteln Streifen abgeschnitten, um sich dann diese Wickelgarnmaschen selber anzufertigen. Die Ausrüstung der Infanterie zu dieser Zeit waren die Patronentaschen 09, die pro Tasche 3 Ladestreifen A5 Schussfasten, der Lederkoppel mit dem Koppelschloss aus Eisen, natürlich alle Ledersachen hier schon geschwärzt. Auf der Rückseite trägt der Soldat so zum einen die Zeltbahn, die Mantelrolle, dann den Tornister im Modell 1913. Die Tornister wurden bei Kriegsbeginn überwiegend mit Kalbfell ausgegeben. Da Kalbfell aber bei der Mobilmachung schon so einen hohen Preis hatte, dass man das nicht mehr bezahlen konnte, wurde dann quasi der Befehl ausgegeben, diesen Tornister aus einem sehr groben Segeltuch zu fertigen, der dann meistens in dieser schäfgrünen Färbung, wie man ihn hier sieht, zu sehen war. In diesem Tornister hatte der Soldat alles dabei, was er persönlich halt am Mann tragen musste. Dazu zählt Wäsche, Drillichanzug, eiserne Ration, Mütze. Normalerweise waren dort auch die Schnürschuhe untergebracht. Viele Soldaten haben dann hier links und rechts unter diese Klappe noch ihre Marschstiefel mit verwahrt. Also Ersatzschuhe waren da auch mit drin. Und sonst natürlich Zahnputzzeug, also Hygieneartikel, Nähartikel und alles, was der Soldat so im alltäglichen Leben braucht. Diesen Tornister hat der Soldat immer in der Etappe mit sich geführt und wurde dann, wenn er im Fronteinsatz war, meistens irgendwo abgelegt und dort dann halt eben so, dass man auf die Sachen zurückgreifen konnte, wenn man sie denn benötigte. Das Essgeschirr, wie man es hier sieht, ist schon eine späte Variante aus Aluminium. Die waren anfänglich schwarz lackiert, wurden dann später von den Soldaten feldgrau abgetarnt oder gestrichen. Teilweise, es wurde gemacht, aber nicht von allen. Und hier in dem Fall sieht man halt auch noch, dass es vorher halt wirklich schwarz lackiert war. Sonst auf der Rückseite des Soldaten finden wir natürlich den Gasmaskenbehälter der Ledermaske 17. Und dazu ist noch zu sagen, der Soldat trägt hier, wie gesagt, den genannten Gasmaskenbehälter. Und zusätzlich noch die zu dem Zeitpunkt schon veraltete Gasmaskentasche. Diese Tasche wurde von den Soldaten weiterverwendet, um jeweils 3 Ersatzfilter
für die Gasmaske mit zu transportieren. Es gab auch Einzeltaschen, die ausgegeben wurden für die Gasmaskenfilter. Aber es war natürlich für die Soldaten bequemer, einfach diese Tasche weiterzuverwenden, um dort dann dementsprechend Ersatzfilter mit sich zu führen. Des Weiteren trägt der Soldat hier auch, wie später bei den Sturmtruppen angeordnet, zwei Feldflaschen. Das hatte einfach was damit zu tun, dass Wasser ist natürlich eine Ressource. Und wenn man im Sommer lange Zeit an der Front verbringt und man damit rechnen muss, vielleicht nicht immer konsequent Trinkwassernachschub zu haben, dann war man natürlich gut damit beraten, sich Feldflaschen zu beschaffen, um dementsprechend eine größere Menge an Wasser mit sich zu führen. Sonst trägt der Soldat noch den Brotbeutel, auch in schilfgrüner Färbung. Zusätzlich trägt der Soldat natürlich den Infanteriespaten, die Trottel einer ersten Kompanie und in dem Fall hier noch das Bajonett 88-98, das aber zu dem Zeitpunkt, da ja die Bajonettknappheit oder beziehungsweise die Seitengewehrknappheit überwunden wurde, wurde auch oft das ganz normale Seitengewehr 98-05 neue Art mit Feuerschutzblech getragen. Hier hat der Soldat aber noch dieses Modell, das war nicht unüblich. Als Bewaffnung trägt der Soldat hier noch das Gewehr 98 mit dem lange Visier und noch dem geraden Kammerstängel. Bei dem Modell muss man dazu sagen, weil das in den letzten Videos oft kritisiert wurde, der Schaft, der hier verbaut ist, ist ein sogenannter Reichswehrschaft. Den erkennt man daran, dass man hier hinten noch die Demontageplatte für das Schloss hat und an dieser Griffriffel. Das hat man bei dem Originalgewehr 98 nicht. Aber in unserem Fall muss man hier natürlich dazu sagen, dass viele Gewehre 98 auch im Zweiten Weltkrieg und natürlich in der Reichswehr noch weiter Verwendung gefunden haben und viele davon dementsprechend umgebaut wurden. Deswegen ist es, ich sag mal, relativ schwierig, einen Gewehr 98 mit originaler Schaftung zu finden. Kann man nachkaufen. In unserem Fall ist das, wie gesagt, noch der Reichswehrschaft, damit das mal erwähnt wurde. Ich habe in diesem Video, im Gegensatz zu den anderen Videos, direkt von der preußischen Armee gesprochen, da das kaiserliche Heer natürlich aus diversen Armeen bestand. Dazu zählen zum Beispiel die königlich-sächsische Armee, die königlich-bayerische Armee, Mecklenburg, Strelitz, Sachsen und so weiter. Also die ganze kaiserliche Armee war zusammengesetzt aus mehreren Staaten, die ihre eigene Armee hatten. Und wir würden gern, wenn es das möglich ist, in Zukunft auch auf die Uniformierung dieser Armeen mit eingeben, da es da auch viele Unterschiede gab. Ein Beispiel hierbei wäre jetzt die Einheitsbluse des Freistaat Bayern, der im Gegensatz zu vielen anderen Staaten diesen Reseda-grünen Kragen an der M15-Bluse nicht eingeführt hat, sondern den Kragen weiter aus feldgrauem Tuch beibehielt und diesen dann einfach mit einer bayerischen Dresse zierte. Solche Sachen werden wir dann in Zukunft hoffentlich auch ein bisschen eingehender behandeln können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder euch bestimmte Armeen oder Truppengattungen des Ersten Weltkriegs wünscht, schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und auf Wiedersehen.